Snow White 7. Der Weihnachtssent ist mit Calvados-Finish. Viel Spaß. Tachchen, Tachchen. Der David. Hi, hi. Der Andi. Hi. Ja, wie gesagt, heute geht's in die Schweiz. Ja, zu Sentis mal wieder. Brauerei Locher, ehemals und immer noch eigentlich für ihr tolles Bier bekannt, macht ja auch Whisky und bringt jährlich in limitierter Auflage einen Snow White und das Volk. Genau. Und wir haben die neue aktuelle Version jetzt hier und schauen uns die mal ein bisschen genauer an. Das ist der Snow White 7. Ganz kurz zu den Eckdaten vielleicht irgendwie. Das ist eine 0,5er Flasche. 2000 gibt es davon, glaube ich. Und mit 48% wird er abgefüllt. Und das Besondere an ihm hier ist wahrscheinlich das Calvados-Finish. Ja. Das mal so. Das macht ihn diesmal aus. Generell spielen sie da halt mit Finishes immer ein bisschen rum. Genau. Und ich glaube, letztes Jahr war das Orange irgendwie? Ein Orangenlikör? Ich glaube, letztes Mal war es Orangenlikör. Ich glaube, dann war es davor, war es irgendwann mal sowas wie ein Pflaumenschnaps oder so, wenn ich mich recht entsinne. Also immer recht experimentell und süffig, so lecker. Glühbier haben sie, glaube ich, auch mal gemacht. Ich weiß es nicht, ich glaube. Okay, spannend. Aber wie auch immer, heute Calvados. Der siebte davon mit einem Calvados-Finish. Was wir, wie du gerade vermutet hast es und ich mir nicht sicher war, aber dieses Jahr schon mal hatten. Mit Marc Müller. Bei Marc Müller, genau. Da war der Saison-Whisky. Der Apple Blüm. Der im Sommer war im Frühling, hatte einen Calvados-Finish. Wir beide so als ausgesprochene Magnüra-Fans waren, glaube ich, jetzt nicht so begeistert wahnsinnig von dem, begeistert von dem. War jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so der Knaller. Genau. Wir hatten, glaube ich, im privaten Rahmen mal irgendwo einen irischen Whisky mit Calvados-Finish. Ich habe auch vorhin überlegt, da war doch mal noch was viel anderes. Ne? Den fand ich wiederum ziemlich spannend, der war lecker. Mhm. Der hatte nicht dieses ganz herbe von einem Calvados. Genau, den. Ja. Umso mehr schauen wir mal, wie neugierig, wie Sentis das macht. Und was der so ins Glas zaubert. Wie das mit den Bierfässern davor funktioniert. Also genau, ja. So 6 Jahre Bierfass steht auf der Flasche. Also ich glaube, auf der Flasche steht insgesamt sowas drauf wie 6 Jahre und halt Finish im Calvados, ne? Ja. Auf der Flasche steht in den Bierfässern, in denen traditionell die Brauerei ihr Bier zu den Kunden transportiert hat. Die sie ja sowieso in erster Linie für die Whisky-Lagerung danach verwenden. Genau. Gut. Genug Vorrede, schauen wir mal. Eingeschenkt haben wir schon. Haben wir schon. Gucken wir uns dieses goldige Tröpfchen mal an. Das ist halt praktisch mit der weißen Wand, die wir da hinten immer haben. Ja. Was ist es? Rapsöl. Stimmt, es hat auf jeden Fall was von einem Öl, ne? Hm. Ja. Das ist nicht so ganz sattgelb, also ich will jetzt nicht sagen Leinöl oder so, sondern. Genau, ich wäre jetzt so bei hellem Gold gewesen, aber Gold ist immer langweilig, so ein bisschen. Von daher finde ich, halt. Von daher finde ich tatsächlich so Sonnenblumen, Rapsöl oder sowas ganz nett, ja, das stimmt. Ist auch schön ölig im Glas tatsächlich. Das trifft's, ja. Ich glaube, die Flasche zeige ich mal auch nochmal ganz kurz, weil die ist ja immer auch ganz. Ja, kann man nicht oft genug zeigen, weil habe ich ja auch schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja, aber mach ruhig. Ich passe mal nicht so auf und gucke hin. Sieht die nicht schön aus? So schön weiß. Auf Flasche gedruckt. Ich mag's. Hörst du mal, was der Schlieren runterzieht, ne? Das. Ja. Finde ich auch immer toll, dass die mit 48% abfüllen. Also das ist für so eine haben die das bei allen erträgliche Trinkstärke? Also mal abgesehen von Dreifaltigkeit, der ist ja nochmal drüber, aber sind die sonst bei 48? Ich glaube jetzt sowas wie, wie heißt denn der Himmelberg oder so? Mhm. Oder, ich glaub, der hat, glaube ich, nämlich weniger, sogar weniger. Die sind weniger, die sind 40 oder 43. Aber ich glaube auch der letzte Snow White war auch stärker. Mhm. Da war, glaube ich, auch 48. Falls nicht, dann korrigieren wir das, blenden es ein. Aber ich glaube schon. Okay, also auf jeden Fall fruchtig süß, hat eine gewisse Herbe. Ja. Aber es ist nicht so, als wenn Apfel da dominiert. Also zumindest nicht für mich. Nee, das nicht. Aber es ist erstaunlich herb in der Nase. Dafür, dass ich jetzt beim Snow White wieder so ein ganz süßes Ding erwartet habe. Ja, aber das wird ja wieder mit dem
Calvados-Eindruck, den wir beim Äppelblüm von Mahüre halt hatten, einhergehen. Mhm. Also Calvados generell ist ja eher so eine herbe Spirituose so ein bisschen. Und ich finde, das kommt da halt auch durch. Aber da ist auch definitiv eine Fruchtsüße drin, aber ich finde, die kommt eher von... Aber es ist, wenn Apfel, dann wirklich nur so ganz dezent. So, ich sag mal so nach dem Motto, da war mal eine Kiste mit Äpfeln und die Äpfel sind jetzt schon raus aus der Kiste. Den, und hast den Whisky dran vorbeigetragen. Das Fass dran vorbeigerollt. Ich finde eher sowas wie ja. Feige, Aprikose oder sowas in der Richtung eher. Feig ist tatsächlich gut, so ein bisschen Feigenmarmelade oder so, diese Süße. Aber also, unabhängig davon, ist angenehm. Ja, sicher. Also riecht sich angenehm. Er hat halt diesen leicht herben Kick, der ist auch nicht super intensiv. Ich glaube, ich wäre nicht auf den Sentis gekommen. Mhm. Also am Anfang hatte ich das Herbe ziemlich deutlich und ja. Das aber jetzt mit ein bisschen Zeit... Also wir hatten ihn ja auch schon einen Moment im Glas gehabt. Keine Ahnung, wie er in der frischen, nach der frischen offenen Flasche gewesen wäre. Aber mit ein bisschen Zeit geht das dann schön zusammen, dieses Herbe und diese Fruchtsüße. Und ja, ich versteife mich auch ein kleines bisschen auf die Feige. Also riecht sehr appetitanregend, lecker. Aber ich lege mich fest, hätten wir die Flasche jetzt hier nicht stehen und hier wären 2-3 Gläser. Und so hier hätte ich keine... gesagt, das ist der Sentis mit Calvados-Finish. Nee. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Wenn wir die Äpfel noch weggelassen hätten. Genau. Die wären noch ein Indiz gewesen. Vielleicht. Aber wirklich auch ganz geschmeidig. Kein alkoholisches Brennen. Ist jetzt kein Aroma, was dir so richtig so einen Punch gibt irgendwie. Das ist nicht zu viel des Guten in irgendeiner Richtung. Ich finde das gerade ganz spannend, weil der hat halt, am Anfang meinte ich ja gerade schon, hat das Herbe ein bisschen dominiert. Und jetzt schiebt sich für mich in der Nase immer mehr diese Süße nach vorne. Sogar so ein bisschen was Karamelliges irgendwie. So genau, finde ich auch. Ja. Leicht angebrannt vielleicht sogar so ein bisschen ja geröstet. Wenn's mal probieren? Ja. Wie sagt man in der Schweiz? Ich wollte dich auch gerade fragen. Keiner Pröschli? Ich weiß es nicht. Prost. Cheers. Super geschmeidiger 48%. Mhm. Ganz, ganz weich. Da schiebt aber jetzt gut Fass. Ja. Das legt sich ziemlich trocken dann auch ab. Also so, also tatsächlich gar nicht im ganzen Gaumen, sondern wirklich so, als wenn es so richtig schwer ist, legt sich das nur unten ab. Mhm. So vorne ein bisschen was Holziges, Trockenes irgendwie auf der Zunge. Recht herb. Mhm. Genau, er ist am Gaumen auf jeden Fall herber. Definitiv. Er hat so eine weiche Süße drin. Das, was du meintest mit ganz weich, finde ich, das ist, wenn du ihn trinkst und den Mund hältst, ist er ganz weich. Wenn du ihn aber nach hinten lässt und dann auch schluckst, dann wird er dann relativ kräftig. Kräftig. Ja. Ja. Aber hat halt kein so ein alkoholisches Plitzeln oder Brennen oder so. Das ist ganz, ganz wenig. Nö, finde ich auch nicht. Also das ist ganz gut. Also es ist wirklich, der Alkohol gibt einfach nur Kraft. Weißt du, woran es mich erinnert? Mhm. Nicht an frische Äpfel, Apfelsaft, Calvados, sonst irgendwas, sondern an so rote getrocknete Äpfel. Diese so rote getrocknete Äpfelringe oder sowas. Daran erinnert mich die Süße, die das Ganze so ein bisschen hat. Da kriege ich so für mich jetzt so ein bisschen den Apfel her. Wobei die auch noch süßer sind. Ich finde den wirklich erstaunlich wenig süß. Ich finde, in der Nase geht's. Also das meine ich jetzt gerade so. Also so, als wenn du so an so einer Handvoll von diesen getrockneten roten Äpfelringen halt quasi riechst. Ich finde, die Nase kriegt jetzt auch nochmal so ein bisschen sowas wie Pflaume oder so.
Und das Fass wird auch irgendwie dominanter, es wird holziger. In der Nase? Mhm. Ich finde, das kriegt so was Dumpfes, irgendwie so ein holzig, dumpf, bisschen trocken. Mit seiner Nase. Der hat aber auch was Würziges, aber was? Also finde ich zumindest. Hatte ich vorhin beim ersten Riechen schon so ein bisschen probiert. Ich war kurz bei Curry, aber dafür ist es nicht fruchtig genug. Nee. Ist eher so ein bisschen kräutrig. Mhm. Wie so eine, weiß nicht, Alpenkräuter. Ich bin da immer auch steht gerne schnell bei Muskat bei sowas, aber das ist es nicht. Also meinst du so eine richtige holzige Würze? Ja, ich finde schon eher sowas, so eine lustige, irgendwas süße Würze. Aber halt auch eher dezent dann, ne? Mhm. Das ist jetzt nicht dolle. Also ich finde, also ich habe jetzt eher wirklich so an was Kräuteriges gedacht, so Bergkräuter, die so eine leichte Frische bringen und trotzdem, naja, so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich den Calvados im Mund. Was? Jetzt habe ich das ganz intensiv gehabt gerade. So ein Obstler-Aroma. Also am Gaumen, Nase auch nicht. Aber jetzt gerade so ein bisschen liegen gelassen, die Zunge ein bisschen drin reingelegt. Mhm. Jetzt kommt da wieder so ein bisschen so eine Honigsauce durch. Und dann beim Schlucken hat sich das so nach oben verteilt. Und so ein bisschen, weiß nicht, so wie getrocknete Wiese oder so Heu. Das riecht für mich in der Summe so eher nach Spätsommer. Mhm, Heu gehe ich mit, ja, das stimmt. Ja. Eher Spätsommer als Winter. So Heu, das so in der Sonne liegt und warm geworden ist oder sowas so ein bisschen. Immer noch diese leicht frischen Kräuternoten dazwischen. Ja, er hat schon was Kräutriges, hast du schon recht. Mhm. Definitiv. Jetzt kommt ein bisschen. Das ist spannend. Also riech mal dran und guck mal, überleg mal, ob du so ein ganz. Ich habe gerade so einen ganz typischen Geruch so von so Weihnachtsmärkten oder sowas in der Nase. Und zwar diese Honigwachskerzen. Bienenwachs, ja. Mhm. Das stimmt. Ah, vorhin nicht, das ist jetzt auf einmal ganz präsent. Es ist krass, wie sehr der sich entwickelt, so in ganz kurzer Zeit im Glas. Da passiert eine ganze Menge. Der macht wirklich Spaß, tatsächlich. Also für so ein, naja, ich sag mal, für den Sentis ist er jetzt gar nicht so jung, ne? Mit 6 Jahren, das ist ja irgendwie. Honigwachskerzen, ja klar, Bienenwachskerzen heißen die Dinger, ja. Aber ist das halt für so einen vergleichsweise jungen Whisky ziemlich komplex? Mhm. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen. Wir haben hier um die Ecke doch diesen Weihnachtsmarkt, so einen kleinen mittelalterlichen. Mhm. Und da haben die auch so ein Gebiet, oder so eine Stelle, wo ein Pferd steht oder Ponys, wo Kinder Ponyreiten machen können. Da liegt so Stroh rum und Heu. Und daneben ist, glaube ich, auch so ein Stand, die so Bienenwachskerzen. Ja, oder? Das ist so voll die Mischung. Ja. Ich finde, was mir, also, können wir mal zum Fazit kommen? Mhm. Abgang, der bleibt schon, ne? Ja. Also das Calvados. Er bleibt jetzt nicht so ganz penetrant, dass du sagst, das ist so ein ganz intensives Aroma, was so bleibt. Mhm. Aber du hast eine Weile was von dem. Und nicht nur die Wärmeigenschaften. Ja. Ne? Bleibt halt auch so ein bisschen die Würze da, ein bisschen was Holziges und dezent was vom Apfel, aber nicht so sehr viel vom Apfel. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es. Wir haben ja Sentis jetzt schon ein Weilchen auf dem Schirm. Mhm. Sind jetzt nicht von allem total begeistert, aber ich finde gerade in letzter Zeit, ich glaube nämlich, dass, aber ich schaue nochmal nach, aber ich glaube, uns hat auch der letzte Snow White ganz gut gefallen, der mit dem Orangenlikör. Ja. Das geht alles in eine gute Richtung, was die mittlerweile machen, wenn man für diese Fassspielereien aus der Schweiz offen ist, dann ist das, also das gefällt mir echt gut. Also ja, ist kein Scotch, aber das ist echt schön. Das war ein bisschen was anderes, aber. Das macht echt Spaß. Also ich muss sagen, wie der sich gerade entwickelt hat, von am Anfang in der Nase, der hat sich schon vor dem ersten Schluck so von herb Richtung süß entwickelt in der Nase für mich. Und dann
der Apfeleindruck durch die getrockneten Apfelringe kam auch erst später und dann am Ende dieses Bienenwachs-Ding. Mhm. Super spannend. Dann dein Heu-Input, so von wegen, dann hatte ich gleich sofort so warmes Heu, so ein bisschen im Spätsommer oder so, genau. Also das ist auf jeden Fall einer, wo man eine Menge Spaß mit haben kann, sich mit dem zu befassen. Gefällt mir gut. Ja, das erweitert so die Bandbreite der Möglichkeiten ein bisschen. Allein diese Bierfasslagerung ist halt schon irgendwie speziell. Ich finde auch die Sachen gut, die halt nur Bierfass bekommen haben. Die sind auch schon irgendwie wahnsinnig spannend. Und jetzt hier halt so ein Finnisch Calvados, was das halt nochmal damit macht, das ist schon eine krasse Verwandlung. Und jetzt da natürlich auch nochmal im direkten Vergleich mit dem Magmyra. Ich meine, ihr lieben Menschen bei Magmyra, ihr wisst, wir mögen das, was ihr macht. Aber, und zwar sehr. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich jetzt auch beim Snowball. Da komme ich besser mit klar. Einfach, weil der diese Herbe nicht so beibehält. Sondern weil der sich so schön verändert und dann doch am Ende doch ins gefällig Süße so ein bisschen reinrutscht, ohne dabei langweilig zu werden. Was ich aber trotzdem spannend finde, sowohl bei ihm als auch bei dem Apfelblüm Magmyra, war es erstmal echt ein bisschen schwierig, auf die Brennerei zu kommen. Das stimmt. Weil ja, der Calvados Einfluss, was auch immer er mit dem Spirit gemacht hat, wieder intensiver am Gaumen habe. Er verändert es doch ganz Stück. Mhm. Einen großen Einfluss. Der kommt erst mit der Zeit. Ich habe ihn jetzt bei dem Schluck auch wieder deutlicher gehabt. Ja, ich glaube, Preis haben wir noch nicht gesagt. Ich glaube, die UVP, wir haben es geguckt, lag so bei 69 Euro. Ja. Grobe Recherche hat ergeben, dass man ihn auch durchaus schon 1-2 Euro günstiger kriegt. Ja. Aber er bewegt sich, sagen wir mal, im Bereich zwischen 60 und 70 Euro. Viel teurer wird er nicht sein. Ist natürlich, wie immer, bei den Geschichten für eine 0,5er Flasche und das Alter definitiv eine Ansage. Muss man wissen. Kleine Flaschenzahl. Kleine Brennerei. Aber wie gesagt, wenn man für sowas offen ist, Whisky aus der Schweiz mit einem spannenden Finish, dann macht er definitiv Spaß. Ja. Finde ich. Wieder einer mehr auf der Liste und nicht nur der Dreifaltigkeit, der Spaß macht. Ist übrigens für mich ein Kaufkandidat tatsächlich. Ja. Weil so wie er mir Spaß gemacht hat gerade. Für mich passt es so. Also definitiv für Tastings spannend, wenn man mal so unterschiedliche Stile zeigen möchte. Für so Fast-Finish oder generell Fast-Tastings ist das super. Ist mega. Aber auch so für zu Hause am Adventsabend. Ja. Gar nicht so verkehrt. Na dann. Achso, wir müssen euch noch irgendwie Dinge fragen. Machen wir sonst auch mal. Kennt ihr den schon? Oder findet ihr Sentis generell gar nicht so spannend? Kann auch sein. Und wenn ja, warum? Und habt ihr vielleicht auch ganz andere Kandidaten, die ihr empfehlen würdet aus der Schweiz? Und wie gesagt, generell diese Calvados Finish-Geschichte, die ja so ein bisschen, also Minimum noch zweimal dieses Jahr bei uns auf dem Schirm gewesen ist, zusätzlich zu dem. Habt ihr da was probiert? Hat euch da was gefallen? Weil ich weiß, dass ganz vielen Leuten der Apfelblüm auch richtig gut geschmeckt hat, zum Beispiel von Magmyra. Definitiv. Kam nur irgendwie bei uns, war es nicht das Magmyra-Erlebnis. Vielleicht müssen wir auch nochmal eine zweite Chance geben. Also ich meine, wir haben ihn einmal probiert. So. Genau. Aber wie gesagt, ja, der gefällt uns sehr, sehr gut. Absolut. Große Empfehlung. Probiert ihn. Lasst uns wissen, wie er euch gefällt. Und ansonsten freuen wir uns über ein Abo und Glocke aktivieren. Daumen. Blenden euch noch Krams ein. Einen anderen Sentis und eine Musikplaylist. Musik. Also wahrscheinlich den vom letzten Jahr. Ja, mit Orange. Das macht irgendwie Sinn. Genau. Und sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's gut. Ciao. Also zum Beispiel besser, als ich zu Hause probiert habe. Flasche länger offen, bisschen vorher eingeschenkt.